Internationaler Druck auf Israel steigt an. Reaktionen auf Trump-Äußerungen. Kann die EU sich selbst verteidigen? In Washington hat der US-Senat Milliardenhilfen für die Ukraine zugestimmt. Doch die Bewilligung der Gelder durch die Republikaner im Repräsentantenhaus bleibt fraglich. Russland hat die Regierungschefin von Estland, Kaja Kallas, eine entschiedene Unterstützerin der Ukraine, auf die Fahndungsliste gesetzt. Bauernproteste gehen weiter. Der internationale Druck auf Israel steigt, nachdem Premierminister Benjamin Netanyahu eine Offensive in Rafah angekündigt hat. Rund 1,5 Millionen Palästinenser befinden sich in der Stadt im Süden des Gazastreifens. Netanyahu sagt, er wolle den internationalen Forderungen nachkommen, die Zivilisten zu schützen und die Stadt zu evakuieren. EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat Zweifel. Everybody goes to Tel Aviv. Beg him, please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen to anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? Der britische Außenminister David Cameron hat die Evakuierung ebenfalls in Frage gestellt. Really, we think it's impossible to see how you can fight a war amongst these people. There's nowhere for them to go. They can't go south into Egypt, they can't go north and back to their homes because many have been destroyed. Netanyahu hat sich währenddessen auf die erfolgreiche Befreiung von zwei israelischen Geiseln konzentriert und den Soldaten gratuliert, die daran beteiligt waren. Das israelische Militär hat Filmmaterial der Geiselbefreiung veröffentlicht, bei der mindestens 67 Palästinenser getötet wurden. Israel ist der Überzeugung, dass Rafah die Hochburg der Hamas ist. Nach Angaben der WHO sind die Krankenhäuser in Gaza überlastet und unterversorgt. Mehr als 20.000 Menschen befinden sich im europäischen Krankenhaus in Gaza. Diejenigen, die entlassen werden, haben keinen sicheren Zufluchtsort, an den sie gehen könnten. Die Äußerungen von Donald Trump haben eine lange ignorierte Tatsache ans Licht gebracht. Die Europäische Union kann ihre eigene Sicherheit nicht allein gewährleisten. Da der Ex-Präsident und wahrscheinliche Kandidat bei den Wahlen im November versprochen hat, NATO-Länder, die nicht 2% ihres BIP für die Verteidigung ausgeben, nicht zu verteidigen, fragt sich Europa, wie eine echte Verteidigungsunion erreicht werden kann. Einige Experten sind der Meinung, dass die EU in vielen Bereichen immer noch von den USA abhängig ist. Der Ukraine-Krieg habe dies noch verstärkt. Put strategic enablers, for instance, or these strategic capabilities that are very much needed at EU level, such as strategic transport capabilities, satellite capabilities, maritime and air awareness, then at the same time joint logistics. Die Militärausgaben der EU-Mitgliedstaaten sind nicht zu vernachlässigen. 240 Milliarden Euro im Jahr 2022, fast so viel wie China und mehr als doppelt so viel wie Russland. Doch die Fragmentierung ist das Problem. Nach Angaben der Europäischen Verteidigungsagentur gaben die Mitgliedstaaten 2021 weniger als 20% der gesamten Beschaffung von Verteidigungsgütern für die Zusammenarbeit aus. Wie dieses Geld ausgegeben wird, ist von entscheidender Bedeutung, wobei ein Dilemma zwischen kurz- und langfristigem Bedarf besteht. Replenish ammunition and capabilities and urgently buy new capabilities. But at the same time we need to also look on the long term, which is developing these European capabilities that we hear about in the press and in decisions. Das Ziel einer Verteidigungsunion ist nicht unbedingt der Aufbau einer EU-Armee. Das scheint in diesem Stadium unmöglich zu sein. Sondern zumindest die Verbesserung der Interoperabilität, der Beschaffung und der Lieferung von Waffen auf europäischer Ebene. Einige Schritte wurden bereits unternommen, wie etwa ein Gesetz zur Finanzierung der Munitionsproduktion aus dem EU-Haushalt oder die Schaffung einer schnellen Einsatzkapazität von bis zu 5000 Soldaten für friedenserhaltende Missionen in der Welt. Weapons, I mean, weapons that could be
When you have a war of aggression in Europe against Ukraine, when you have hybrid war by Russia against EU member states, this is the moment not to wage a war, but to deter the risk of an aggression against one of us. So if not now, I don't know when the European defense will really start to be seriously taken into consideration. Eine der Ideen, die von der französischen Regierung unterstützt wird, ist eine EU-Anleihe zur Finanzierung von Militärausgaben. Bundeskanzler Olaf Scholz und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen haben gemeinsam den Spatenstich für eine Munitionsfabrik im niedersächsischen Unterlüß gesetzt. 9 Monate vor den Präsidentschaftswahlen in den USA möchten beide Länder die Rüstungsproduktion in Europa ankurbeln. No matter what will happen in the US in this year, I think the conclusion has to be written already now that Europe needs to be stronger and we need to be able to do more on our own. And I say that even though I'm a true believer in the Transatlantic Alliance. Das Werk wird von dem deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall gebaut. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich etwa ein Jahr dauern. Die Produktion soll vor allem den Bedarf der Bundeswehr decken. Laut eigenen Angaben investiert Rheinmetall 300 Millionen Euro in den Standort. Der US-Senat hat in einer Nachtsitzung in Washington Hilfen in Höhe von 95 Milliarden US-Dollar für die Ukraine, Israel und Taiwan bewilligt. Um die 60 Milliarden Dollar für die Ukraine endgültig freizugeben, ist aber auch eine Mehrheit im Repräsentantenhaus notwendig. Dort hatten die Republikaner zuletzt weitere Hilfen für die Ukraine blockiert. In den sozialen Medien kritisierte der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson die Hilfsprogramme. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erklärte im Wahlkampf, die anderen NATO-Staaten müssten mehr für ihre Verteidigung ausgeben und stellte sogar das Prinzip der Allianz in Frage. Trump will Hilfsgelder für die Ukraine für den Krieg gegen Angreifer Russland bestenfalls als Kredite bewilligen. Russland hat die Ministerpräsidentin von Estland, Kaja Kallas, auf die Fahndungsliste gesetzt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beschuldigt die entschiedene Unterstützerin der Ukraine, sie habe, wie andere Führungspersönlichkeiten im Baltikum, feindselige Aktionen gegenüber der Erinnerung, der Geschichte und gegenüber Russland unternommen. Kallas wird bezichtigt, durch die Zerstörung sowjetischer Denkmäler Verbrechen gegen die Befreier vom Faschismus im Zweiten Weltkrieg begangen zu haben. Der bekannte russische Soziologe und Kriegsgegner Boris Kagalitsky ist am Dienstag zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Vor einem russischen Militärgericht wurde ihm vorgeworfen, in einem Online-Beitrag zur Explosion an der Krimbrücke im Oktober 2022 Terrorismus gerechtfertigt zu haben. Seit Juli 2023 befand sich Kagalitsky in Untersuchungshaft. Zunächst war er im Dezember des vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 6.100 Euro verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch Berufung ein, da das Urteil zu milde ausgefallen sei. Beim Weltgipfel der Regierungen in Dubai hat der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation den Iran wegen fehlender Transparenz kritisiert. Die Regierung in Teheran gebe der Organisation keinen ausreichenden Einblick in ihr Atomprogramm. Erst am Samstag hatte der ehemalige Leiter der iranischen Atombehörde verkündet, das Land habe alle Teile zum Bau einer Atomwaffe in der Hand. If Iran wants to have a nuclear power program, as they have, they can, and rightly so, no problem with that. But they have to have a system of inspections which is commensurate with what they are doing, and they keep not giving the answers and the cooperation that they should be extending to the agency.
Im März des vergangenen Jahres fand die IAEO im Iran Partikel fast waffenfähigen Urans. Die iranische Regierung betonte stets die ausschließlich friedliche Nutzung von Uran. Seit 7 Tagen protestieren spanische Bauern mit Traktoren und Straßenblockaden gegen die EU-Agrarpolitik. Sie fordern Unterstützung angesichts der Auswirkungen der Dürre und der steigenden Produktionskosten. Die Proteste betreffen viele Regionen Spaniens und sind Teil einer Reihe von europaweiten Protesten, zu denen traditionelle landwirtschaftliche Organisationen und Gewerkschaften aufgerufen haben. In mis últimos 2 años tenemos unas pérdidas, por ejemplo con el cereal, de un 40%. Y este año pasado la sequía, una ruina. Tenía que haber dado el cereal a 4.000 kilos en secano y te ha dado a 1.000. In Moldawien haben Landwirte die wichtige Zufahrtsstraße nach Rumänien blockiert. Die moldawische Bauernvereinigung protestiert gegen die Dieselkraftstoffspenden aus Rumänien und unzureichende staatliche Subventionen. Sie sagen, die Landwirte bräuchten Hilfe, um die in den letzten 2 Jahren erlittenen Verluste auszugleichen. Finanzielle Hilfe der Regierung sei notwendig, um die Ernte im Frühjahr einbringen zu können. In Polen haben Landwirte im Rahmen ihres jüngsten Protestes ukrainisches Getreide auf der Straße verschüttet. Polen ist vor der Einführung sogenannter Solidaritätskorridore betroffen. Diese sollen die Lebensmittelexporte aus der Ukraine nach der Invasion Russlands erleichtern. Ein großer Teil der ukrainischen Produkte bleibt auf dem polnischen Markt hängen. Dies hat zu einem Rückgang der Nachfrage und der Preise für die polnische Produktion geführt.